Ich glaube, was mich immer unterschied von meinen Mitschülern war, dass ich halt zu meinen Elternabenden gegangen bin. Man fühlt sich eben einfach unterdrückt in so einem Raum, der einem auch gehört. Ich habe mich sehr krass für meine Eltern immer geschämt. Ja, ich glaube, das Ding ist, dass meine Eltern immer versucht haben, so sehr angepasste Ausländer zu sein, angepasste Vietnamesen. Man ist so in Deutschland und man muss immer besser sein. In meiner Generation ist, glaube ich, so, dass für mich das auch teilweise wieder ablegen will, so dieses angepasst sein und kann auch ein Stück weit andere Kultur oder Identität für mich bewahren. Ja. Vor allem in Ostdeutschland oder in der Kleinstadt auch, wo ich herkomme, habe ich das Gefühl, dass es wenig Berührungspunkte mit Ausländern gibt oder Leuten, die nicht weiß sind. Und Vietnamesen haben schon so ein besseres Standing auch als vielleicht andere ausländische Communities hier, weil wir eben so die strebsamen, guten Ausländer sind. Ich war im Bus und irgendwie ganz hinten haben so vier Leute angefangen, so, ja, Fidschi und Xing Shang Chong und so weiter, ganz typischen Klischees. Und ich hatte einfach einen schlechten Tag auch und ich war so, hab mich umgedreht, so, ja, was wollt ihr denn eigentlich? So, was ist euer scheiß Problem? So, ja, dann haben wir uns da gefetzt und ich habe mir die Schulter ausgekugelt. Ja, das war eben eine der wenigen Situationen, wo ich es einfach nicht mehr ertragen konnte, nichts zu sagen. Was mein Leben lang schon immer so war, dass ich nichts gesagt habe. Man fühlt sich eben einfach unterdrückt. In so einem Raum, der einem auch gehört. Was mich immer unterschied von meinen Mitschülern war, dass ich halt zu meinen Elternabenden gegangen bin und auch mal einfach mit zu meinen Eltern mit in die Behörde gegangen sind oder übersetzt habe oder die als einzige, sag ich mal, die Ärztin verstanden habe, was denn mein Problem ist oder das Problem meiner Brüder ist. Und ja, ich habe natürlich auch viel im Imbiss ausgeholfen. In einem Land zu leben, wo viele Politiker meine Sichtweise gar nicht mitdenken, macht mich natürlich einerseits schon wütend, es ist auch sehr frustrierend und es ist stressig, aber ich sage mir da immer, das gibt nichts, was man nicht ändern kann und dann würde ich das auch gern selbst in die Hand nehmen, wenn Politikerinnen es nicht schaffen. Wenn ich mir was wünschen könnte für die Zukunft, dann wäre das definitiv, dass Leute meine Eltern nicht nur feiern für ihr Essen, sondern auch für ihre Kultur und vielleicht sogar auch ein bisschen für ihr Durchhaltevermögen, was sie bisher erlebt und auch überwunden haben, seit sie hier sind, seit dem Mauerfall, seit sie sich danach selbstständig gemacht haben und seit sie uns auch bekommen haben und sich hier eigentlich ihr neues Leben angefangen haben. Meine Familie hat eigentlich meistens nur positiv über Deutschland geredet. Das ist halt dieses unfassbar übertriebene, positive Bild von Deutschland, dass man nichts zu kritisieren hat, vor allem halt so Staatsgremien wie Polizei. Also, wenn ich damit ankommen würde, nee. Die würden das gar nicht verstehen. Ja. Ich habe mich sehr krass für meine Eltern immer geschämt und es tut mir jetzt heute sehr, sehr, sehr leid, weil meine Eltern einfach zu krass sind. Also, die haben eine ganz andere Geschichte als die anderen Eltern, haben arbeiten wirklich den ganzen Tag und dann komme ich an und schäme mich für sie. Und das ist so traurig. Ich wollte nicht mal, dass sie mich vor die Schule bringen, sondern ich war immer so, ja, du bleibst an der Ampel stehen, ich gehe jetzt alleine und ja, voll traurig eigentlich. Ich fühle mich trotzdem oft sehr unsicher und habe irgendwie das Gefühl, dass ich dieses Land und die Menschen liebe und die Kultur liebe und sehr, sehr, sehr viel am Appreciaten bin.
ich es aber auch leid bin, immer erstmal appreciaten zu müssen, um dann zu kritisieren. Das ist meine Beziehung zu Deutschland, dass ich gerne eine gute Beziehung hätte und dass ich es liebe, aber es mich manchmal auch nicht komplett lieben lässt. We'll be right back.